8. Mai. Das Baby wurde heute getauft. Es machte viel Spektakel, als der Pfarrer es begoss. Meine Cousine Agnes besuchte uns. Sie ist seine Taufpatin und sie bleibt bis Montag. Ich freue mich sehr darüber. Sie heiratet im Juli und Mildred wird eine der Brautjungfern sein. Mama sagt, dass Agnes strahlend aussieht. Ich glaube, der Grund dafür ist ihre Verliebtheit. Ich habe festgestellt, dass die Lichter bei Menschen rosafarbener werden, welche verliebt sind. Sie heißt nach der Trauung Frau Fred Hopkins. Dies ist schade, da Hopkins langweilig klingt. Mama sagt, ihr Bräutigam wäre ein liebenswürdiger junger Mann. Er kommt am Montag mit, um sie nach Birkley zu nehmen. So lernen wir ihn kennen und können selbst urteilen. Nach der Taufe begaben sich der Pfarrer Wilcox und die anderen zu uns nach Hause. Jeder erhielt ein Glas Champagner, um auf das Wohl des Babys anzustoßen. Im Glas perlten Blasen. Der Pfarrer rülpste einmal und gab vor, gehustet zu haben. Ich wusste es besser. Mildred benahm sich ausgezeichnet. Sie war schüchtern, denn Herr Emery, ihr Schwarm, war auch anwesend. Ich weiß noch immer nicht, was sie an ihm findet. Der Pfarrer strich mir über das Haar und meinte, wie erwachsen ich doch schon wäre. Wie albern. Ich weiß selbst genau, dass ich noch weit davon entfernt bin. Wozu also das Ganze? Ich denke, er wollte mir schmeicheln. Das war aber nicht der Fall und er hätte ebenso gut seinen Mund halten können. Das Baby ist nicht mehr so hässlich, aber das heißt noch nicht viel.